Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann-Wetter. Wir schauen auf die Wetterentwicklung in den nächsten Tagen, wo uns zunächst mal doch insgesamt bis zur nächsten Woche frühlingshaftes Wetter beschäftigen wird. Ab der Wochenmitte, kommende Woche, da könnte uns aus Norden deutlich kältere Luft erreichen. Das schauen wir uns jetzt aber mal genauer an. Wir blicken zunächst auf das Wochenende, wo am Samstag nach Westen und Süden noch kompaktere Wolken unterwegs sind. Es kann auch mal hier und da etwas regnen. Viel wird es nicht sein, häufig auch hier trocken. Ansonsten sehen wir dann am Sonntag schon verbreitet frühlingshaftes Wetter in Deutschland, was sich einstellen wird. Die Sonne wird längere Zeit scheinen, also trockenes Wetter insgesamt dann doch am Wochenende relativ verbreitet. Die Temperaturen steigen an, die höheren Werte mit 16, 17, vielleicht am Sonntag auch mal 18 Grad am Oberrhein. Die werden also so nach Westen und Süden erreicht. Ja, schauen wir uns an, wie das dann in der nächsten Woche zunächst mal startet, am Montag und am Dienstag. Am Montag kommt so ein ganz schwacher Ausläufer von Norden hereingezogen, ein schwacher Tiefausläufer, bringt ein paar kompaktere Wolken, die so von Norden her bis zur Mitte durchziehen. Es kann hier und da mal einen kurzen Schauer geben. Ich habe es mal trocken gelassen jetzt von den Symbolen. Viel wird das mit diesem schlappen Ausläufer, der in das Hoch hineinläuft, dann auch nicht sein. Die Temperaturen ziehen weiter an, am mildesten so Richtung Oberrhein, wo wir auch mal Richtung 20 Grad kommen können. Ansonsten insgesamt etwas gedämpfter die Temperaturen nach Norden, aber auch hier wird es frühlingshaft werden. Was tut sich ab der Wochenmitte? Wir sehen mal eine Vorhersagekarte für den Mittwoch, wo am Rande dieses Hochdruckgebiets uns dann eine Kaltfront erreichen könnte, so Richtung Spätnachmittag und Abend am Mittwoch. Ob das eher so schon Mittwochabend erfolgt oder eher im Laufe des Donnerstags, ist natürlich noch aufgrund des Zeitraums jetzt 6-7 Tage noch hin, noch etwas unsicher, aber es wird uns wahrscheinlich dann kältere Luft aus Norden im Wochenverlauf erreichen. Wie weit die nach Süden vorankommt, ist ebenfalls noch etwas unsicher und wir schauen uns jetzt mal vorsichtig zwei Wettermodelle an, was sie für kommenden Freitag, also in einer Woche, berechnen. Und beide Wettermodelle haben, ihr seht jetzt mal zwei Karten, hier oben dieses kräftige Hochdruckgebiet Richtung britische Inseln und Richtung Atlantik drin und am Rande dieses Hochs, da könnte uns aus Norden und Nordwesten dann eben deutlich kältere Luft erreichen, die aus Norden dann Richtung Deutschland strömt. Wir sehen auch, ich habe es hingeschrieben, der Atlantikriegel. Es ist eben eine vollständige Umstellung der Wetterlage. Die Tiefs vom Atlantik her können uns aufgrund des kräftigen Hochdruckgebiets nicht mehr erreichen. Also der Atlantikriegel, der wird vor sein nächste Woche. Also es hat nichts mehr zu tun mit dieser wechselhaften, windigen Westwetterlage, mit der wir es ja doch jetzt viele Wochen zu tun hatten. Also die Wettermodelle, wir haben es gesehen, sehen es relativ ähnlich, was sich in einer Woche einstellen wird. Wie weit die Kaltluft allerdings nach Süden vorankommt, das ist eben auch noch etwas unsicher. Zum anderen will ich noch erwähnen, wie das Hochdruckgebiet sich genau positioniert, ist natürlich auch noch etwas fraglich. Kommt es etwas weiter rüber Richtung Deutschland, fällt der Kaltlufteinbruch natürlich weniger stark aus. Wenn es sich weiter noch auf den Atlantik verlagert, dann wird natürlich der Weg frei für noch kältere Luft aus Norden. Also wie kalt genau ist natürlich noch unsicher und das sehen wir auch jetzt mal in zwei verschiedenen 14-Tage-Trends. Wir blicken zunächst mal auf Lübeck für den Norden. Zunächst mal dieses Frühlingswetter, dann geht es aber wahrscheinlich abwärts. Logischerweise aufgrund des Zeitraums noch Unsicherheiten in der Bandbreite drin bei den Temperaturen. Aber es wird wahrscheinlich dann doch kälter werden im Norden und hier dann eben auch etwas unbeständiger. Wenn wir weiter nach Süden bzw. Südwesten gucken, auf einen Trend für Mannheim hier, zunächst mal doch sehr mildes, richtig tolles Frühlingswetter, was sich einstellen wird in den nächsten Tagen. Dann aber auch hier ab der Wochenmitte doch eine große Bandbreite und die Hauptlösung geht momentan davon aus, dass es doch frischer wird, auch im Süden bzw. Südwesten, also die Temperaturen deutlich runtergehen. Natürlich ist das jetzt nicht mehr der große Kältehammer, aber dann für den Märzverlauf eben doch mit deutlich einstelligen Werten, Nachtfrösten, ist dann eben schon recht frisch für die Jahreszeit, also da könnte uns nochmal deutlich kältere Luft im Verlauf der nächsten Woche bevorstehen. Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Trend für euren Ort wie immer in den Infokarten hier oben, schaut da einfach mal nach. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, abonniert unseren Kanal, bis zum nächsten Video und ciao.